Ja, hallo, herzlich willkommen hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst zu einem weiteren Mentalvideo. Mein Name ist Irmgard Ponder. Ich grüße dich ganz herzlich hier zu diesem Video und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich möchte dir heute zeigen, wie du aus ganz wenigen Zutaten eine super leckere Kräuterlimonade fast zum Nulltarif selber herstellen kannst. Und die meisten Zutaten kennst du. Das ist zum einen die Brennnessel, das ist zum anderen sind Datteln, die kommen dazu, einfach um ein natürliches Mittel zu haben zum Süßen. Dann kommt Wasser dazu und noch etwas Zitrone, das zeige ich dir dann alles nachher noch im Video. Aber zwei Kräuter, und dazu habe ich die Kamera jetzt hier auch mitgenommen, die möchte ich dir jetzt vor der Kamera zeigen, um dich da einfach ein bisschen auch zu ermutigen, auch mal bei dir um die Ecke zu schauen, ob du da in der Richtung was findest. Das ist der Girsch und das ist der Waldheilziest. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir da hier etwas finden. Hier siehst du den Girsch. Ich nehme jetzt einfach mal ein Blatt, um es dir mal ein bisschen zu zeigen. Ich nehme nur diese frischen Triebe jetzt. Es sind also so drei Facetten in diesem Blatt. Und wenn du da mal in deiner Umgebung suchst, du findest den in erster Linie in der Nähe von Waldrändern oder auch oftmals im eigenen Garten, weil der sehr unkompliziert an vielen Stellen wächst. Und zur Erkennung kannst du einfach mal vom Geruch her da so ein Blatt ein bisschen knicken und dann einfach mal vom Geruch her schauen. Der riecht so etwas möhrenartig. Also da nehmen wir jetzt so einige frische Triebe. Für die Kräutermarmelade, für die Kräuterlimonade natürlich. Schauen wir mal, wo noch ein paar frische Triebe sind. So, hier habe ich schon mal ein kleines Pflänzchen Waldheilziest entdeckt. Also, er schaut, ich pflück da mal ab, er schaut ähnlich aus, so auf den allerersten Blick. Ja, fast so ein bisschen wie eine Brennnessel, aber wenn man näher hinschaut, der Stängel, der ist etwas rot. Ich hoffe, man kann das hier so sehen. Und wenn man an die Blätter fährt, sie sind ganz, ganz sanft und samtig weich. Das ist auch so die Wirkung vom Waldheilziest, dass er eine ganz, ganz sanfte und ja, einfühlsame Wirkung auf unseren Körper hat, auf unser Immunsystem. So, hier habe ich noch ein bisschen mehr Waldheilziest entdeckt. Ich pflück da jetzt einfach nur so ein paar obere Spitzen ab. Hier siehst du sogar einen mit Blüte, also hat so kleine lilafarbene Blüten. Die sind so ein bisschen Löwenmäulchen ähnlich. Ja. Blüte lasse ich jetzt aber stehen. Für die Kräuterlimonade nehme ich jetzt einfach nur noch ein paar Spitzen von den frischen Trieben hier. So, ich habe hier jetzt noch Spitzwegerich entdeckt, den du sicherlich auch kennst vom Wegesrand. Und dann nehmen wir jetzt einfach auch mal noch ein paar Blättchen mit. Dann werden aus den drei Zutaten für die Kräuterlimonade eben vier Zutaten. Und mehr dazu werde ich dir dann gleich jetzt noch zu Hause erzählen, wozu denn Spitzwegerich auch noch gut ist. So, hier haben wir nun unseren bunten Mix an Zutaten. Wir haben zum einen den Kräuterteller hier, da haben wir den Girsch, da haben wir den Spitzwegerich, wir haben den Waldheilziest und wir haben die Brennnessel. Da gehe ich jetzt gleich noch ein wenig drauf ein, auf die Wirkung von diesen Kräutern. Dann habe ich hier ein paar Datteln genommen, zum Süßen als Alternative eben zu Zucker, der ja schon mal gar nicht wirklich zuträglich ist, oder eben auch Agavendicksaft kann man natürlich auch nehmen, aber ich bevorzuge jetzt eben Datteln. Dann habe ich so eine halbe Zitrone genommen, die ich geschält habe, nicht ganz geschält, um einfach nur ein bisschen die Bitterstoffe von diesem Weißen hier da auch von der Wirkungsweise her zu nutzen. Ja, und wir haben eben ein gutes energetisiertes Wasser. Da haben wir ja ein
persönlich das Glück, dass da um die Ecke eine Quelle ist, von der wir dann eben frisches Quellwasser auch schöpfen können. So, dann fangen wir mal von der Beschreibung her an mit dem Waldhals siehst. So schaut er aus. Also hat so auf den ersten Blick für mich so ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Brennnessel, aber wie gesagt, wenn man ihn anfasst, er hat eine ganz, ganz samtige Haut oder ganz, das Blatt ist ganz, ganz samtig, das ist der bessere Ausdruck. Und so ist auch ganz sanft seine Wirkungsweise auf unseren Körper. Du findest den Waldhalzis am Rande von Wäldern. Er wächst oftmals auch auf trockenen Wiesen und sonnigen Abhängen und die Pflanze wird bis zu 60 cm hoch. Man sagt ihm im Übrigen auch eine positive Auswirkung auf den Mund-Rachen-Raum zu, im Hinblick auf Entzündungen. So, und dann haben wir hier den Girsch. Ich nehme hier mal ein schönes, junges Blatt. Ja, nehmen wir das hier mal. Ich habe die Kräuter jetzt natürlich auch noch ein bisschen gewaschen. So schaut der Girsch aus. Von der Beschreibung her, der Stängel hier von dieser Staude, der ist rund, so hier so ein bisschen hohl. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen hier. Und auch kahl. Ja, und der Blattstiel ist dreieckig. Kann man hier jetzt leider auch nicht sehen. Aber Merkmal ist einfach für dich, wenn du das mal so ein bisschen an die Nase hältst, wenn du mal so ein Blatt hier ein wenig zusammenknickst und hältst das an die Nase, da kommt dir so ein leichter Möhrenduft entgegen. Also der Girsch, der wächst wirklich an ganz vielen Stellen fast wie Unkraut und ist kaum mit was anderem zu verwechseln. Und der Girsch hat eben auch im Körper so die Funktion der Reinigung im Hinblick auf Gicht und Rheuma, wirkt also sehr gut harntreibend und entsäuernd auf unseren Körper. Ja, und dann haben wir hier noch den Spitzwegerich, etwas, was du kennst, was sicherlich auch kein neues Kraut für dich ist. Du findest den an Wegrändern. Diese Pflanze wächst wirklich so überall. Ja, was sagt man dem Spitzwegerich von der Wirkung nach? Er ist heilsam bei Husten, er wirkt schleimlösend und reizmildernd. Und im Übrigen noch ein Tipp nebenbei, du kannst solche frisch zerquetschten Blätter eben auch nehmen bei kleineren Verletzungen oder beispielsweise so als erste Hilfe bei Insektenstichen. Einfach so ein Blatt nehmen, ein bisschen zerquetschen. Wenn du magst, die bessere, noch bessere Variante ist mit dem Mund ein bisschen einspeicheln, sodass da noch ein paar Enzyme quasi sich damit vermischen und dann die kleine Verletzungsstelle oder den Insektenstich mit einreiben und dann wirst du merken, wie schnell du von dem Schmerz des Insektenstiches befreit bist. Ja, der Spitzwegerich kommt, wie gesagt, vor auf Wiesen, Weiden, an Wegrändern und an Äckern. Ja, ich habe ja hier noch diesen Waldhalzis vorhin noch vorgestellt. Es ist jetzt ganz gut, dass ich mich kurzerhand entschlossen habe, noch den Spitzwegerich mit hinzuzunehmen, denn solltest du keinen Waldhalzis finden jetzt, dann nimm einfach Spitzwegerich, nimm die Brennnessel, die kennst du ja, das ist eine Pflanze, die wirklich sehr, sehr wertvoll im Hinblick auf die Nährstoffe für unseren Körper ist. Da habe ich auch ein eigenes Video mal dazu gemacht, wo ich ein wenig da über diese wertvolle Pflanze erzähle, werde ich in der Infobox auch nochmal verlinken, kannst du da nachschauen. Und Girsch ist etwas, was du wirklich auch um die Ecke finden kannst. Dann lass den Waldhalzis einfach weg und nimm eben den Spitzwegerich, die Brennnessel und den Girsch. So, und dann nehmen wir jetzt einfach die Kräuter, die wir ja gewaschen haben, machen die in das Gefäß vom Standmixer hinein. Den Waldhalz ziehst. So, dann nehmen wir die Datteln einfach oben drauf. Die Zitrone kann man auch komplett reinmachen und füllen das Ganze dann eben mit Wasser auf.
So, ich fülle hier jetzt mal so, ja, ich schaue, 1,5 Liter sind es. Kann man für die Menge Kräuter gerne nehmen. Und das Ganze wird dann eben im Mixer gemixt. Ja, so schaut das Ganze dann in gemixter Form aus. Kann man natürlich so auch als Smoothie trinken, aber wir wollen ja eine Limonade machen, denn ich möchte damit ja eben auch ein Rezept weitergeben, womit man Kinder, die so mit dem Thema Smoothie vielleicht bislang noch nicht vertraut sind und die auch mehr so erstmal herangeführt werden dürfen, können oder möchten, möchten wir eine Limonade machen und deshalb werden wir das Ganze jetzt auch noch durchsieben. So, und dazu habe ich ein ganz einfaches Küchensieb genommen, eine Schüssel und werde das dann jetzt eben da einfüllen. Ja, und so haben wir eine wunderbare Kräuterlimonade, fast zum Nulltarif. Das Einzige, was wir jetzt kaufen mussten, war eine Zitrone und ein paar getrocknete Datteln. Zudem gesund und lecker. Von der Süße her, bei so vielen Datteln, ist es wirklich auch eine sehr süße Limonade, die auch Kindern schmeckt. Und ich habe mir jetzt hier mein Glas abgefüllt und alles andere wandert bei mir dann mit solchen Flaschen in den Kühlschrank. Wer es gleich ein bisschen kühler und erfrischender mag, gibt dann hier einfach noch ein paar Eiswürfel hinzu. In diesem Sinne, auf unsere Gesundheit. Lecker. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like. Und in diesem Sinne, tschüss, deine Irmgard Bronder.